Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück, liebe Strategiefreunde, zu einem weiteren Teil von BattleEye 2. Heute steht Karte 19 an. In der letzten Karte haben wir den Höhleneingang auf dieser Insel besetzt und sind da vorgedrungen. Jetzt kommt hier eine Karte, die im Inneren der Höhle spielt. Ja, und da müssen wir schnell vorgehen, springen wir direkt rein, gucken uns die Sache an. So, hier kommt die Mission, Satellitenverbindung. Die ursprüngliche Macht des Feindes wird immer offensichtlicher. Maschinen höchst entwickelter Art wurden gesichtet. Ja. Ihre Aufgabe ist es nun, die schnelle Einnahme des Kontrollzentrums im Eingangsbereich der Festungsanlage. Den eigentlichen Kern vermuten unsere Aufklärer im nördlichen Teil des Komplexes. Es ist imminent, dass sie den Kern erreichen, bevor noch weitere Feinde alarmiert werden. Auftrag: feindliches Kontrollzentrum finden und besetzen. Ja, so weit, so gut. Hier kommt jetzt ein neuer Grafikset kommt hier zum Einsatz. Wir sind jetzt im Inneren der Höhle. So, gucken wir uns erstmal die Info an. Die Höhle heißt die Karte. Wir haben 31 Runden Zeit. Nichtsdestotrotz, wir viele Runden haben, müssen wir uns trotzdem beeilen. Denn ich glaube, so um Runde 12, 13, 14 wird Skynet Verstärkung aus der Luft erhalten. Und dann wird es ziemlich schwer. Wir müssen also gucken, dass wir in den ersten 13 Runden direkt loslegen. So, hier ist unsere Kampfgruppe. Wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Einheiten. Buggies, Sting, eine Ari haben wir, Sinus. Sieht soweit ganz gut aus. Dann lasst uns direkt starten. So, los geht es. Ja, wir müssen also hier möglichst schnell vorrücken. Ja, wie ihr seht, könnt ihr hier sehen, die Kampfanimationen haben jetzt auch einen neuen Hintergrund. Das ist alles so düster in der Höhle drin. So ein bisschen wie so in der Nacht, ne? Das muss also eine ziemlich große Höhle sein, die da unterirdisch von Titanet angelegt worden ist. Und wir werden natürlich jetzt auch hier direkt mit allen Einheiten, die wir haben, angreifen, weil, wie gesagt, wir müssen hier den schnellen Vormarsch vorantreiben, um in den ersten 12 Runden das Befehlszentrum zu erreichen. Denn wie schon erwähnt, ist Nachschub also ist unterwegs. Ne? Kommt jetzt darauf an, dass wir hier schnell vorrücken. So, wir greifen auch direkt mit allen Einheiten, die wir haben, an, schicken alles hier in den Kampf, was geht. So, den laden wir mal ein, den auch. So, dann hier die Stinkpanzer vor. Schalten wir erstmal wieder mal die Fernkämpfer aus. Also die Karte hier ist eigentlich vom Schwierigkeitsgrad nicht so schwierig, ne? Und auch nicht sehr lang. Das macht die Karte sehr sympathisch. Leider haben wir hier überhaupt gar keine Lufteinheiten zur Verfügung. Deswegen müssen sich unsere Bodentruppen jetzt mühsam vorkämpfen. So, ja, der Ranger, der kann auch, ja, der greift auch direkt mit an. Wir müssen nämlich hier gucken, wir müssen so viele Einheiten wie möglich in einer kurzen Zeit ausschalten, damit wir gut vorankommen. Wir haben ja zwei Sinus-Reparatureinheiten. Das ist gut. So, mit dem fahren wir hier rüber. Das ist gut. Die können unsere Einheiten dann wieder aufmunitionieren und reparieren. Das sind zentrale Einheiten, die dürfen wir nicht verlieren. So, und das Befehlszentrum ist halt da oben im Norden irgendwo. Hier unsere Munitionstransporter, die müssen leider diesmal auch mit an die Front ran. Da führt kein Weg dran vorbei. So, direkt Angriff. Ja, okay, drei verloren, geht nur so. Die sind ja stark gepanzert, die Munitionstransporter, und die müssen halt auch, werden jetzt auch von uns hier eingesetzt, um vorne mitzumischen. Die Sinus und die Tanker, die lassen wir erstmal im hinteren Bereich stehen. Das ist gut. So, jetzt kommen wir hier noch die Buggies. Die führen wir auch direkt ran. Zwei Buggies haben wir. Also, das ist die erste von zwei Höhlenmissionen, diese Karte hier.
Da kommen noch eine weitere Karte 20, das ist dann die letzte. Die abschließende Mission. Da müssen wir nämlich das Hauptquartier von Skynet dann einnehmen. Aber erstmal müssen wir hier den äußeren Verteidigungsring durchstoßen, um weiter vorwärts zu kommen. Ja, also ich zeitmäßig rechne ich bei der Karte hier definitiv unter einer Stunde. Da müssen wir eigentlich mit hinkommen. Ganz so lang wird es dann nicht dauern. So, den ziehen wir mal ein Stück mit hier rüber und dann machen wir Modus wechseln. Oh, ja, da seht ihr, der hat auch schwere Geschütze, der Computer. Da kommt direkt ein Iron Star, das schießt uns an. Ja, wir müssen aufpassen, wir dürfen hier nicht viele Einheiten verlieren, weil wir können nichts nachproduzieren. Das ist das Problem hier an der Karte. Alles, was wir verlieren, ist dauerhaft und unwiederbringlich weg. Also können unsere Reihen hier nicht auffrischen. Ja, er greift hier unseren Munitionstransporter an, der ist schwer gepanzert. Das stört uns erstmal nicht. Ja, hier die Kampfanimationen spielen jetzt hier so in einem finsteren, in so einer düsteren Atmosphäre in der Höhle. Oh, das wird gefährlich. Jetzt hat er nur noch drei. Ja, in so einer düsteren Atmosphäre. Oh oh. Ja, ja, ich habe gerade noch gesagt, wir müssen wenig Einheiten verlieren. Schon haben wir die erste verloren. Ja, das war nicht so gut, aber müsste noch hinhauen. Müsste noch hinhauen. Eigentlich sollten wir da keine Probleme kriegen. So, okay, gucken wir mal hier die Minimap. Hier unten sind wir, ja klar. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell hier seine Einheiten wegräumen. Das ist das Wichtigste erstmal. Kavuptisch, da haben wir wieder einen erwischt von ihm. Ja, jetzt haben wir natürlich doverweise direkt schon einen Snake-Panzer verheizt. Das war nicht sehr gut, war das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht abschrecken. Hat er halt am Anfang einen kleinen Erfolg gehabt. Die Sting-Panzer, die werden auch noch richtig wichtig in der Karte sein. Das werden unsere wichtigsten Vormarsch-Hilfen sein. So, hier der Samurai-Panzer, der kann auch schon richtig zulangen. Das ist ja klasse. So. Ja. Hier oben greifen wir das Iron Star an. Vielleicht können wir das noch Glück haben. Zumindest so weit anschießen, dass es keinen großen Schaden mehr macht. Da ist noch ein Buggy. Der muss auch noch mal ran. Ja, und dann natürlich immer die Buggys im Auge behalten. Ne? Die müssen wir immer voll aufmunitionieren. Ja. Schade, hat nicht geklappt. So, okay. Ja, jetzt müssen wir hier überlegt vorgehen. Wir dürfen hier also nicht zu schnell und unüberlegt losschlagen. Das muss jetzt alles wohl überlegt bleiben. Die beiden letzten Karten finde ich eigentlich trotzdem keinerlei Flugeinheiten vorhanden sind. Relativ gut vom Level-Design, muss ich sagen. Hier, die ist ein bisschen kürzer, die letzte Karte, die wird sicherlich ein bisschen länger sein, da werden wir so bestimmt deutlich über eine Stunde kommen. Aber die sind vom Design her, fand ich die immer gut gestrickt, also das war schon voll in Ordnung. Die waren nicht so zeitaufwendig und spielten sich eigentlich relativ flüssig, ohne dass man da jetzt großartig, ja, die waren also nicht so langatmig, ne? Das ist klar. So, hier der Kampfpanzer. Greift auch an. Zack, jawohl. Da haben wir jetzt auch schon einen relativ gut erfahrenen Samurai-Panzer. Ja, also es geht jetzt hier, Skynet geht es jetzt an den Kragen. Ne? Die letzten Schlachten werden jetzt hier geschlagen. Wir stehen schon in seiner Festung drin. Mit einem Fuß. Mit einem halben Fuß zumindest. Wir müssen jetzt natürlich erstmal das Kontrollzentrum einnehmen. So, hier kann man Buggy aufmunitionieren. Der Snake hatte Infanterie an Bord. Der ist noch voll, ja. Der hat auch schon einen abgekriegt. Fahren wir mal ran. Das ist zwar eigentlich nicht so gut, sich da so reinzuklemmen, aber okay. Müsste funktionieren. Ja.
So, hier seine erste Tunnelverteidigungsstreitmacht. Die haben wir schon so gut wie ausgeschaltet. Also die erste Verteidigungslinie, die uns da entgegenstand von den Bewachern. Ja, okay. Und dann ziehen wir auch direkt unsere Tankfahrzeuge hinterher und füllen auf. So, dann kann er nochmal ziehen. Zack, ja, da kann er noch einmal mit schießen. Das Ding ist so gut wie kaputt. Oh, da kommt was angefahren. Da sehe ich gerade aus dem Augenwinkel eine Raketen-Ari. Die müssen wir uns dann gleich mal schnappen direkt, wenn es möglich ist. So. Ja, also hier, wir haben den ersten initialen Durchbruch haben wir geschafft. So, der hat noch vier. Kommt der ran? Jo, der kommt direkt ran und kann so hoffentlich, fingers crossed, zack, jawohl, wunderbar. Den Archimedes konnten wir ausschalten. Das war schon mal wichtig. So, und der Buggy, der fährt auch direkt weiter und schießt das eins da kaputt. Ja, gut. Das hat der Buggy geschafft. So, und zurück damit. So. Und hier geht's jetzt weiter. Der hat noch zwei Raketen an Bord. Der schießt ihn hier ab. Ja, schade. Nicht ganz. Fast. Ja gut, dann kann er aber nochmal hinterherhaken. Zack. Hat zwar nur noch die Hälfte der Gruppenstärke, aber ist jetzt auch schon gut erfahren. So, können wir hier nochmal... Ne, da haben wir keine vernünftigen Ziele. Dann laden wir die Ari ein. Und die fährt direkt vor. Das ist auch gut und sinnvoll. So. Wie schauen unsere schweren Kampfpanzereinheiten aus? Mal ganz gut. Die sind soweit noch relativ frisch. So, hier füllen wir wieder den Buggy auf und greifen direkt weiter an. Also die Schnelligkeit hier, schnelles Vorrücken, ist der Schlüssel zum Sieg bei der Karte. Der war angeschlagen, der fährt zurück. Der Troll geht nach vorne, der ist ja gut im Panzer, das müsste der schaffen. Ja, fast. So, na gut, okay, dann kommt hier der Snake noch zum Einsatz, der kann auch nochmal draufknallen. Ja, der hat auch keine eigenen Verluste, das hat funktioniert. So. Okay, ja, der Samurai müsste eigentlich repariert werden. Dann schicken wir mal unsere Samurai-Panzer jetzt weiter über die rechte Flanke vor. Der hier müsste repariert werden. Kommen wir aber noch nicht ran mit unserem Sinus. Können wir ihn hier mal reparieren. Die Sinus, die müssen jetzt hier natürlich im ständigen Vormarsch mit vorstoßen. Ja, fahren wir mal vorsichtig hier hoch. Ich will nicht zu schnell hier vorstoßen. So, mit dem fahren wir mal hier die Flanke aufklären, ob da noch was kommt. Der fährt auch weiter mit. So, die ziehen wir auch hier rüber und eine der wichtigsten Einheiten von uns, unser Radaraufklärer, ganz wichtig. So, ja, die Tanker lassen wir stehen und dann lassen wir ihn ziehen. So, gucken wir mal, was er jetzt noch hier uns entgegensetzen möchte. Oh, da kommt ein Sting. Gefährlich, gefährlich. So, und jetzt sind wir auch schon wieder dran. Ja, die Munitionstransporter, die lasse ich erstmal ein bisschen außer Acht. Die können eh nicht aktiv, das sind Versorgungseinheiten und werden von ihm als solche dann auch gezogen. Also die setzt er nicht aktiv zum Angriff ein. Der hat nur einen. Ziehen wir mal hier hoch. Ja, den können wir ja vielleicht doch jetzt noch ausschalten. Könnte uns das Ding, können zumindest noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber seine Versorger, die werde ich erstmal links liegen lassen, mehr oder weniger. So, den laden wir ein. Den ziehen wir auch wieder nach vorne. Er fährt zur Reparatur. Ja, das machen wir auch direkt. Lasst uns den direkt mal reparieren. Und füllen tun wir auch mal alle Mann hier. Die können sich ja immer wunderbar gegenseitig auffüllen. Die Sinus-Einheiten, das ist, ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist von den Programmierern, aber das ist immer
eine tolle Sache, wenn man zwei Sinus hat. Die haben dann unendlich Reparaturpunkte und unendlich Versorgungspunkte zur Verfügung stehen. So. Eigentlich die beste Versorgungseinheit, die man haben kann. Diese Sinus-Dinger, die sind wirklich gut. So, und hier greifen wir direkt den Sting an, bevor der da Unheil verbreiten kann. So, und zurück. Der Buggy hat auch noch eine Rakete, der greift auch noch mal an. Vielleicht schafft er es. Ja, das ist wieder so ein bisschen hier, ne? Murphys Gesetz, einer bleibt immer stehen. Von den Eierbirnen. So, zack. Den ziehen wir mit nach vorne, der ist noch voll, der kann auch noch mal füllen. Und ja, dem ziehen wir mal mit hier rüber. Der muss eigentlich repariert werden, aber das müssen wir jetzt auf spätere Runden verschieben. So, Infanterie mit vor. Snake Panzer auch mit hier rüber. Ja, gut, der Ranger, der muss auch jetzt ran. Der kann hier den Sting ausschalten. Kann der auch ein bisschen Erfahrung sammeln, ist vielleicht ja nicht verkehrt. Also wir müssen hier über die rechte Seite vorstoßen. Über die linke Seite, das ist nicht so, wäre nicht so gut. Weil da ist das Gelände unwegsamer. So, und hier füllen wir auch auf. Zack. Ja, Aufklärer mit nach vorne. Aha, da oben hat er Nashorn stehen. Hier hat er auch noch eine Schiene. Das sieht so aus in diesem Grafikset. Und hier oben irgendwo, da müsste das Befehlszentrum sein. Da müssen wir hin. Aber soweit ist unser Vormarsch hier relativ willkommen. Also gut voran, würde ich sagen. Das sollten wir in den Griff kriegen. Oh, da kommt noch ein Buggy. Also Buggys hat er ein paar hier, aber er hat auch keine Fabriken selber, wo er... Oh, das ist jetzt gefährlich, ja. Da haben wir nicht... Da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Die Sinus-Einheiten, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Ah, da hat er auch einen Sinus, sehe ich gerade. So. Ja, gut, wir sind wieder dran. Das kostet uns natürlich jetzt eine Runde hier, weil der Sinus wurde angeschlagen. Den müssen wir gleich direkt reparieren dann. Wir können uns nämlich nicht leisten, hier einen Sinus zu verlieren. Ja. Ja. Fahren wir mal hier hin und füllen erstmal den Sting auf. Den können wir gleich nochmal reparieren. Es droht jetzt keine direkte Gefahr. So, mit dem Sting schnappen wir uns seinen Sinus. Jo, gut, das hat funktioniert. So, und dieser Sting hier, der rückt weiter vor und nimmt sich seinen Buggy vor die Flinte. Ja, die Stingpanzer sind jetzt schon gut erfahren. So, wie sieht es mit unseren Buggys aus? Der hatte noch volle Munition. Ja, der ist zwar angeschlagen, aber wir ziehen trotzdem weiter vor jetzt mit unseren Panzern. Die müssen jetzt durchhalten hier, die Jungs. Aufklärer hinterher. Aha, da sehen wir seine Einheiten. Ja, wir müssen jetzt wirklich hier möglichst schnell vorankommen. So, Angriff. Schafft das schon? Nee, so gut erfahren ist er dann doch noch nicht. So. Den ziehen wir hinterher und tanken auf. Ja, die Einheiten, die müssen immer richtig versorgt werden von uns hier. Das ist bei der Karte sehr wichtig. So, hier unten nochmal. Ja, da haben wir auch noch. So, der füllt auf jeden Fall jetzt erstmal den Buggy auf. Munitioniert ihn auf. Und nimmt hier die Infanterie raus. Zack. So, okay. Hätten wir geschafft. So, die Ari fahren wir mit weiter hier ran. Ja, fahren wir hier hinter den schweren Kampfpanzer. Da haben wir noch eine Infanterie. Raus damit. Und die Ari schmeißen wir auch direkt raus.
Geht auch mit, so. Der Ranger, ja, der muss dringend tanken eigentlich. Der fährt mal hier hin. Ja. Zack. So. Und der, dann füllen wir hier nochmal auf jetzt. Das ist gut. So, und der Snake, der fährt vor unsere Ari. Gut, das hat geklappt. Ja, dann können wir nochmal Moduswechsel machen. Ja, das ist jetzt hier. Wir sind jetzt quasi in der letzten entscheidenden Schlacht. Oh, er zieht ja gar nichts mehr. Das ist gut für uns. Jetzt reparieren wir nämlich erstmal unseren Sinus. Und füllen den auch auf. Und der fährt dann nämlich weiter hier vor. Ich will die Sinuseinheiten, die hätte ich eigentlich gerne nahe dran. So, hier könnten wir jetzt eigentlich da hoch vorstoßen. Wie kommen wir mit dem hier vor? Ne, da kommen wir nur bis dahin. Ja. Jetzt müssen wir überlegt vorgehen. Da hat er noch ein Radarfahrzeug und auch noch ein Stinger. Ja, fahren wir mit dem hier hoch. Greifen an. Können das Nashorn vielleicht schon entscheidend schwächen. Ja, zumindest 5 können wir dem schon mal abnehmen. Gut. Ja, die Ari kann auch schießen. Wir haken jetzt weiter hier nach. Und knallen dem Nashorn jetzt nach Leibeskräften was vor den Latz. So, und dann kommt der schwere Kampfpanzer. Der kann das Ding hoffentlich ausschalten. Ja, sogar ohne eigene Verluste. War gut. So, weiter den Aufklärer vorrücken lassen. Da sind nämlich diese Schienen da. Da hat er, glaube ich, noch einen Panzerzug. Hier oben irgendwo. So, die ist. Ja, die sehen beide gut aus. Der muss getankt werden. So, da ist ein Skull. Zack, da greifen wir jetzt auch direkt an. Oh ja, da sehe ich direkt. Er hat auch noch ein Schienengeschütz. Eine Schienenartillerie hat er da oben. Ja, wir könnten. Ich weiß nicht, wo stand sie? Hier stand sie. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, erstmal füllen. Fahren wir mal mit dem Ranger hier ran. Aufklären, da ist sie. Da ist sie, ja. Okay. Dann fährt der Buggy hier hinter die Tanks und schießt. Schienengeschütz kaputt. Ja, wunderbar, hat geklappt. Haben wir wieder eines seiner zentralen Punkte seiner Verteidigung ausgeschaltet. Also der Vormarsch klappt gut hier. Ne? Ist also. Wir kommen sehr gut voran, würde ich behaupten. Ja, kommt, wir greifen mal direkt an. Versuchen hier möglichst viel auszuschalten. Diese Alcor-Munitionstransporter, die können ja auch unsere Einheiten blocken. Wir wollen ja möglichst schnell vorwärts kommen hier. Nur im schnellen Vormarsch können wir hier gewinnen. So, Infanterie rückt weiter vor. Ja, der Tanker kann nichts mehr, der kann nicht mehr sich bewegen. So. Weiter vor. Und hier können wir nochmal füllen, zack. So, ja, hier fahren wir mit dem Panzer auch mal hier rum. Und den nehmen wir wieder hier auf die Seite rüber. Ja, den Munitionstransporter, den können wir eigentlich vollkommen außer Acht lassen. Das ist jetzt. Den braucht man nicht mehr zu beachten. So. Tja, der hat noch. Ist aber geklemmt. Hier ist eine Infanterie, die ich schmeiß mal raus. Und dann versuchen wir mal hier den Alcor auszuschalten. Ja, hat leider nicht geklappt. So ein Mist. Da muss auch immer einer stehen bleiben. So, okay. Moduswechsel. Da lassen wir ihn nochmal ran. Ja, klar. Der Samurai muss sich jetzt zurückziehen. Der muss repariert werden, ist klar. Da kommt noch ein Sinus. So, und jetzt sind wir wieder dran. So. Erstmal unsere Truppen vorfahren lassen. Das war der. Ja, der muss zurück. Der muss repariert werden. Wie viel hat der noch? Der hat noch 3. Da können wir zumindest schon mal sein Sting hier ausschalten, bevor der uns noch ärgert. So,
So, der zieht nach. Ja, die sind jetzt immer eine Runde auseinander von der Bewegung. Ja, das ist... Naja. So, hier nehmen wir mal diese Basis ein. Zieh die Beute besetzt. Ehre dem Rom. So, die Ari kann auch schießen. Ja, dann nehmen wir ihn hier raus. Da kann die wertvolle Erfahrung sammeln. Voll erfahrene Einheiten, das ist das Wichtigste beim Spiel. Der hat keine Munition mehr. Der hat auch keine mehr. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Buggies, die dürfen wir auf keinen Fall dummerweise verheizen. Oh, hier ist auch noch ein unbekanntes Objekt. Das nehmen wir uns gleich dann ein. So, ja, den ziehen wir mal zurück. Und dann ziehen wir hier unseren Munitionstransporter ran. Munitionieren auf. Den nehmen wir auch zurück. Die müssen jetzt erstmal wieder aufmunitioniert werden, die Freunde hier. So, er fährt auch weiter vor. Und er geht hier hoch. So, ja, jetzt müssen wir gucken. Ich will nicht zu weit vorrücken. Das Skullgeschütz kann drei schießen. 1, 2, 3. Also bis dahin. Dann können wir bis hierhin schon mal vorrücken. Das ist gut. Den hier auch. Der geht rein. Und der geht auch nochmal rein. Und der Aufklärer fährt auch weiter vor. So. Den Tanker lassen wir auch weiter vorrücken. Wir müssen jetzt hier im Vormarsch immer wieder auffüllen und aufmunitionieren. Das ist wichtig. So, Infanterie vor. Den hier auch. Der kann auch nochmal aufmunitionieren. So, und hier haben wir noch ein Sting. Der ist voll aufgefüllt. Der fährt auch weiter Richtung Norden. Ganz klar. So, jetzt ist der Computer wieder dran. Aha, da kommt eine Infanterie. Ja. Aha, er schickt seine Tankfahrzeuge weiter vor. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. So, und hier wird jetzt erstmal aufmunitioniert. Der war schon aufmunitioniert. So, erstmal der Sting vor. Der greift das Nashorn an. Schwerer Panzer, das Nashorn. Oder Sturmgeschütz. Ne, Sturmgeschütz nicht. Das ist eher so eine defensive Waffe. Und hier versuchen wir jetzt mal seinen Skull auszuschalten. Ja, das hat auch geklappt. Ja, es gibt noch mal Erfolge zu vermelden hier, ne? So, okay. 20 Material, aber keine Energie. Ja, wir haben hier auch keine Energie drin. Zack. Jetzt nehmen wir das unbekannte Objekt hier oben noch ein. Haben wir da? Da ist auch keine Energie drin. Ja, wir haben leider auch keine Städte, in denen wir Energie generieren könnten hier. Das ist leider so. So, der zieht auch weiter vor, repariert. Und die Ari laden wir wieder ein und fahren auch möglichst weit vorwärts. So, den Sinus, den nehmen wir auch mit. Ja, die Sinus, die können sich leider immer nur drei fortbewegen. Die sind leider nicht sehr... So, ja, dann nehmen wir... Gute Frage. Ja, knallen wir erstmal hier den Alkohol über den Haufen. Ja. Und hier... Ja. Komm, dann nehmen wir die Infanterie. Die können wir direkt ausschalten. Das ist ein hervorragend erfahrener Samurai-Panzer. Denn dann kommen wir jetzt auch mit unserem Technotrax hier weiter und können seine Radareinheit ausschalten. So. Und hier fährt der Buggy weiter vor. Schießt auch direkt. Das könnte der schaffen. Ja, ohne Worte. So, und hier gibt es jetzt den entscheidenden Schlag gegen sein Nashorn. Also die Rampe da ist frei für unsere Einheiten. Da können wir jetzt vorrücken drüber. So, hier der Panzer, den hatten wir repariert. Der wird jetzt auch direkt nochmal fit gemacht. Kriegt Treibstoff. Alle kriegen Treibstoff. Der hier auch nochmal. Und dann können wir hier auch direkt nochmal auffüllen. Füllen wir mal alles, was geht hier. Ringen sie rum. So, okay.
Ja, da können wir auch weiter vorrücken mit der Infanterie. So, und der Sting, der Snake, Entschuldigung, kümmert sich hier um seinen Sinus. Soweit es erstmal geht. So, weiter geht's. Radareinheit vor, gucken. Aha. Freies Vorfeld. Hier ist unser Ranger drin. Ja. Also alles in allem läuft das jetzt sehr hervorragend. Die Karte, ja, wenn man weiß, wie man es machen muss, funktioniert halt eigentlich auch ganz gut. Das ist in Ordnung. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das jemand hier schafft, das Spiel hier blind durchzuspielen, also Battle Isle wirklich nicht kennt, und das von der ersten bis zur letzten Karte blind voll durchspielt und auch noch richtig, also ohne eine Karte in den Sand zu setzen, durchspielt, dann muss ich sagen, das ist Helm ab, sage ich dann mal. Oder Hut ab, Helm ab, ja. Oh, Helm ab passt auch irgendwie. Aber ja, das muss schon, also wie, ich weiß, früher, als wir das Spiel hier das erste Mal durchgespielt haben, das ist jetzt ja auch schon 150 Jahre her. Ja, also die ersten Karten haben wir gut geschafft aufgrund unserer Battle Isle 1 Erfahrung, aber bis wir uns dann da an die an alles gewöhnt hatten und so, also das war schon, ja, reparieren können wir nicht, wir haben keine Energie. Das war schon ein Stück Arbeit, war das, ne? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da haben wir auch schon einige Karten in den Sand gesetzt, ganz klar, ne? Ist normal. Also das ist, da braucht sich auch keiner schämen, wenn hier einer mal eine Karte nicht hinkriegt, die er also nicht kennt. Schlimmer war es sogar noch Battle Isle 2 Data Disk 1. Da war es noch schlimmer, da haben wir noch, da haben wir an manchen Karten, haben wir uns da tatsächlich richtig die Zähne ausgebissen. Aber wie gesagt, das habe ich ja im letzten Teil auch schon gesagt. Ich hatte zum Beispiel History Line, ne? Das Spiel, das hatte ich wirklich viel schwerer in Erinnerung. Und das habe ich eigentlich, ja, ich will mich jetzt nicht selber loben hier, ne? Aber das habe ich wirklich eigentlich in einem Rutsch, als ich das Let's Play gemacht habe, wirklich durchgebracht. Also da war ich wirklich sehr erstaunt drüber. Da musste ich ja nicht viele Leveln hin und her versuchen, sondern bin da wirklich, ja, das lief eigentlich hervorragend, lief das. Also das habe ich wirklich super durchgekriegt, obwohl ich das sehr schwer in Erinnerung hatte, ne? Ja gut, als das rauskam und wir das kriegten, da waren wir ja wirklich noch, ja, da waren wir ja, ja, ich will sagen, ne, Kleinkinder waren wir nicht, aber das war so die Zeit, wo gerade dann auf die weiterführende Schule ging, oder? Lasst mich jetzt keinen Quatsch erzählen, nagelt mich nicht fest, aber wir waren jedenfalls noch grün hinter den Ohren. Und, naja. So, okay. Da hat er noch zwei Skull stehen. Ich will da jetzt nicht so schnell reinrennen. Weil noch haben wir Zeit. So, erstmal knallen wir hier ihn über den Haufen. Nicht, dass der da unsere Basen wieder einnimmt, obwohl das auch total unwichtig ist, ob er jetzt da reinmarschiert oder nicht. Das interessiert mich. Ja. Ja, das Grafikset ist auch ziemlich cool gemacht, finde ich hier. Ne? Dieses Cyber-Hintergrund da in der Höhle, wo Skynet da seine letzte Bastion aufgebaut hat, hat mich damals, wo wir wieder dabei sind, als wir dann hier an diese Level gelangten, auch überrascht, dass da nochmal ein komplett neues Teilset, also Grafikset kam. Fand ich richtig cool. Hier spielt ja Wetter keine Bedingungen mehr, das ist ja alles in der Höhle hier, ne? Wir sind jetzt ja irgendwie da tief unter der Oberfläche von Chromos im Bereich des dieser Titanen unterirdischen Festung. Da hat er ganze Arbeit geleistet, hat sich da über Jahre, hat er da alles, ja, hat da eine schöne Höhle gegraben, ne? Naja, okay. Ja, so, und ihn nehmen wir auch mit hier hoch. Der kann auch nochmal füllen. Da ist noch ein Sinus, ja. Der Sinus da unten, der zieht jetzt natürlich immer ein bisschen hinterher, hinkt ein bisschen hinterher. So, der kann den die Infanterie hier bekämpfen und schafft dann auch erfolgreich.
Ja, also diese Karten, die hatten, also seinerzeit hatten die schon was für uns. Also das war schon, da waren wir schon begeistert. Boah, und dann nochmal ein neues Grafikset. Ja, und dann las man irgendwann, und es kommt sogar noch eine Datadisk. Und dann waren wir ja hellauf begeistert. Ich will nicht sagen von Sinnen, aber total begeistert waren wir da. 1, 2, 3, da kann man bis hier mal. Weil da haben wir uns natürlich dann auch gedacht, ja, was kommt denn da alles wieder? Naja, wirklich viel Neues kam da nicht, ne? Und dann wurde Battle Isle 3 angekündigt, als nur noch als CD-Version in Super VGA-Grafik. Und da waren wir natürlich, da rankten sich die Erwartungen drum. Auf Battle Isle 3 hatten wir sehr hohe Erwartungen. Ist leider so ein bisschen mehr oder weniger gefloppt, sag ich mal. Ne? Kam ja dann auch noch nicht mal ein Datadisk für Battle Isle 3, glaube ich. Ne, kam auch keine. Weil irgendwie blieben die ganzen Grafiksets und die Einheiten blieben alle gleich. Wir haben uns da zwar, wir hatten zwar uns einiges erhofft von dem Spiel, aber wurde leider nicht so umgesetzt. Obwohl Battle Isle 3 auch kein schlechtes Spiel war, muss ich sagen. Also das haben wir auch komplett durchgespielt. In langen Abenden mit Karo Kaffee und Spekulatius wurde da dran rumgedoktert. Ja, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. So. Aber, das habe ich auch schon gesagt, wir sind ja auch immer, haben ja nicht nur Computer gespielt, wir waren auch immer in Bewegung. Wir hatten also viel Bewegung. Wir sind jeden Tag mit dem Hund von meinem besten Kumpel, mit dem Niki. Das war so ein Mischling, war das, aus 35 verschiedenen Hundesorten zusammengewürfelt. Keine Ahnung. Ne, das ist nix. Mit dem sind wir immer viel spazieren gegangen. Und hatten auch viele, ja, viel Abwechslung dabei. Also nicht nur jetzt Computerspielen, sondern wir waren auch viel in der Natur unterwegs. Was ich auch immer sehr schön fand. So. So, okay. Jetzt haben wir hier alles ausgeschaltet. Wir könnten jetzt im nächsten Zug eigentlich direkt hier reinmarschieren. Ne? Aber ich will mal kurz abwarten. Dann möchte ich euch auch noch kurz mal zeigen. Diese Verstärkung, die denn eben da anrücken wird von Skynet. Wenn man sich dann eben nicht entsprechend beeilt, dann kommt da eine starke Luftstreitmacht angebraust. Und die möchte ich euch mal zeigen. Deswegen mache ich jetzt hier nicht direkt Schluss, sondern ja, wir machen natürlich, wenn die kommen, dann machen wir natürlich Feierabend. Aber ich will euch mal zeigen, was dann hier noch kommt. So, wir sind in Runde 11. Also die könnte jetzt, die nächsten Runden könnte die hier ankommen. Zack. Dann warten wir nochmal kurz ab, das will ich euch mal zeigen nur. Der guten Ordnung. Also ich könnte jetzt eigentlich, könnte ich jetzt direkt hier reinfahren, ne? Wäre die Karte beendet. Aber ich will euch mal zeigen, wie das eben aussieht, wenn wir uns jetzt hier zu lange Zeit lassen. Ja, Runde 12 haben wir jetzt. Dann müsste sie jetzt eigentlich kommen, glaube ich. Dann kommt noch eine Infanterie an. Ja, die können wir uns auch direkt schnappen. Oh, da ist noch ein Skull. Oder Skull. Skull ist ja die englische Aussprache. So, den ziehen wir wieder zurück. So, können wir die Ari da noch rüber. Können wir vielleicht das Skull-Geschütz gleich noch ausschalten. Damit nicht allzu langweilig wird hier, ne? So, ja, vom Zeitaufwand hier eine Stunde, 45 Minuten oder 44 Minuten, 45 oder 44 Minuten, bla bla bla, ne? Ne, also so der Zeitaufwand für diese Karte so um eine Dreiviertelstunde ist, finde ich toll. Das sind so mir die liebsten Karten, die man dann so mal in einem Stündchen mal abfrühstücken kann. Ja, gut, hier greift er auch nochmal an. Knallt auch noch einen weg, okay. So, Zug beendet. Zack. Oh ja, seht ihr, da oben war schon was. Erstmal schmeißen wir die Ari mal kurz raus. Dennoch, der hat keine Munition mehr. Dann nehmen wir. So, schießen wir das Skullgeschütz hier. Oder lass uns erstmal die Infanterie ausschalten. Ist ja auch egal. So, jetzt gleich zeige ich euch mal, was da für eine Flugstreitmacht ankommt. Da oben haben wir schon aus dem Augenwinkel, haben wir heraus schon einen Aufklärer gesehen. Jetzt sind halt überall am Karten. Ah ja, der kann nicht mehr angreifen. Der ist auch egal.
So, sind jetzt halt überall am Kartenrand, sind jetzt Einheiten aufgetaucht. Da hat er ein Uhu, guck mal hier. Da hat er Kampfdrohnen, Helikopter, Dragon-Helikopter. Das ist so die Verstärkung, die dann nachgekommen ist, ne? So, die können wir auch mal angreifen. Ja, okay. Also, aber wir haben jetzt da keine Möglichkeit an der Hand, da irgendwie gegen vorzugehen, außer unsere Samurai-Panzer, die könnten natürlich jetzt da den angreifen. So, dann fahren wir den mal davor hier. Und den dahinter. So, okay. Ja. Dann lassen wir ihn mal ziehen. Mal gucken, was er mit seinen Einheiten so treibt hier. Ja, ja, okay, dann greifen wir nochmal. Unser armer Buggy, der muss jetzt noch ein paar Hits kassieren. So, gucken, jetzt kommen hier die Helikopter an, ganz klar. Jetzt wird er uns natürlich hier einheizen. Zack. Ja, okay, er kriegt aber unseren Snake, kriegt er nicht über den Haufen geschossen, das ist schon mal gut. Naja, so. Also, ja gut, ich hätte jetzt vielleicht, das hätte ich euch ja nicht mehr zeigen brauchen, ne? Ist nicht so wild. Aber das ist halt der Grund, man hat zwar noch jetzt mehr als die Hälfte der Zeit zur Verfügung, aber das ist halt der Schlüssel in der Karte, ist hier der schnelle Vormarsch. Weil wenn wir jetzt irgendwo da noch im Vorfeld mit unseren Einheiten stehen würden... Oh, wir haben doch Einheiten, sehe ich gerade. Wir haben zwei Ghostflieger. Aber die bringen uns am Ende dann auch nicht viel gegen seine Jagddrohnen. Vor allen Dingen haben wir auch nirgendwo eine Basis, wo wir die landen und reparieren oder aufmunitionieren könnten. Weil wir einfach keine Städte und so haben. Ja, hier, guck, da haben wir haben sogar zwei Ghostflieger noch gekriegt. Aber, ja, können wir sogar nochmal mit angreifen, ne? Aber die würden uns jetzt da auch nicht eben entscheidend weiterbringen. Weil wenn die keine Munition, keinen Treibstoff mehr haben, dann würden die abstürzen. Im Gegensatz zu den Helikoptern, die natürlich in Städten landen können. Ne? Ist klar. Ist auch bekannt. So. Ja, konnten wir jetzt nochmal zweimal mit angreifen. War jetzt auch nur mal kurz zu Demonstrationszwecken. Also so sieht das aus, wenn die Verstärkung eintrifft. Ne? Ist jetzt erstmal nichts Wildes, aber gut. Ja, so ist das nun mal, ne? So, und jetzt holen wir hier unsere Infanterie raus und nehmen das Ding jetzt ein. Komm. Nicht, dass das hier noch schief geht und wir am Ende doch noch verlieren. So, Klimbim, Ehre dem Rom. Alles klar. So, General Odan gratuliert uns wieder. Gratulation, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Super, hat geklappt. Ja, das war auch schon Karte 19 in aller Kürze. Schnell und knackig durchgespielt. So wie ihr das gewohnt seid hier, ne? Ja, ne, kleiner Spaß am Rande. Bei einigen Missionen ging es doch relativ holprig zu Werke. So, ja, die nächste Karte heißt Gekef zu. Ja, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen amüsieren mit dem ganzen Kram hier. In einer Woche sehen wir uns wieder zur entscheidenden Schlacht auf Kromos. Ja, Freunde, ich wünsche euch alles Gute, viel Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.